Jo Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe gerade, glaube ich, den größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich habe mich nämlich um 16.30 Uhr kurz in mein Bett gelegt und ratet mal, wer gerade bis 18 Uhr gepennt hat. Ja, Bruder. Einfach 2 Stunden gepennt und ich bin jetzt ultra müde. Also wirklich, ich bin ultra, ultra müde. Und ich fühle mich ganz, ganz komisch. Ich glaube, ich nuschel auch so ein bisschen, weil mein Mund noch gar nicht richtig wach ist. Aber ich bin jetzt hier. Wir haben heute, wie gesagt, in der Folge noch eine ganze Menge vor. Heute ist Folge 149. Morgen werden wir anfangen, die Rundtour zu bringen und zu zeigen, was wir alles so gemacht haben in den letzten 50 Folgen. Und morgen werden wir, oder morgen, was heißt morgen, also in 3 Tagen dann, werden wir die Statistiken leaken, wo ich mich am meisten drauf freue, weil die Statistiken sind echt sehr interessant. Kann ich schon mal spoilern, weil ich es mir schon mal angeguckt habe. Wir müssen uns halt rein setzen, denn wir wollen heute hier im Prinzip die Zombies hinten reinsetzen zum Zombifizieren, wollen dann die Villager hier reinsetzen, dann wollen wir noch Dispenser setzen, den Stuff hierfür besorgen, dass es wirklich alles funktioniert und wahrscheinlich werden wir dann heute schon mal die ersten Villager zombifizieren und mit den ersten Villagern traden. Das ist das Ziel heute. Ich denke mal, ich schaffe es auch, ich bin mir da sogar relativ sicher. Wird aber eine ganz schöne Arbeit, weil ihr wisst es, Villager in Minecraft zu transportieren ist das ekelhafteste, was es mit gibt und vor allem auf der weiten Sicht, die ich sie hier transportieren muss. Ich glaube, das sind über 300, 400 Blöcke. Mir wird es sehr kompliziert. Aber ich denke, ich krieg's hin. Junge, ich bin so müde, Alter. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 3 Stunden lang gekifft und wäre komplett weg mit meinem Leben. Mittagsschlaf einfach so ekelhaft. Wirklich, uff. Ich habe ja auch nochmal mein Zettel liegen, wo nochmal alles draufsteht, was ich heute noch machen will. Und dann würde ich gerne in einer der nächsten Folgen, also wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich dann halt erstmal die Rundtour abhalten, alles wieder ein bisschen zeigen, euch auf den neuesten Stand bringen. Dann werden wir in den darauffolgenden Folgen auf jeden Fall einmal ganz viele Wither-Klatscher, also ganz viele Menschen wirklich, ich glaube, so, keine Ahnung, 20 Wither oder so, töten, damit wir im Prinzip dann Beacons bekommen. Dann werden wir, bevor wir hier diesen Raum erweitern, weil der soll ja dann noch ein ganzes Stück nach da gehen, werden wir nochmal eine Hexenfarm bauen. Danke nochmal an den Kommentar. Ich hatte tatsächlich 3 Tage, bevor ich den Kommentar gelesen habe, ein Video auf meiner Startseite gehabt mit so einer Hexenfarm, die ich auch direkt nachbauen wollte, weil es halt übel ordentlich an Stuff gibt. Die Hexenfarm gibt uns Glowstone, Redstone, Sticks, all den Shit halt, was Hexen droppen. Heißt, wir werden keine Redstone-Probleme haben und vor allem die keine Probleme mehr mit diesen Laternen und dem Glowstone, weil ich muss den Glowstone, bevor wir den Raum gebaut haben, farmen und ich glaube, ich habe über eine 3 Stunden, 3/4 Stunde Glowstone gefarmt. Aber ja, ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt hier mal um die Zombies, die hier rein müssen und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt hier alles im Prinzip fertig gemacht. Wir haben hier einmal den Allmann-Junge, dann haben wir hier Willi, hier hinten steht Timmy und hier haben wir unseren Simon, Alter. Junge, die Namen sind ja mal anders kreativ. Jetzt haben wir hier die Zombies im Prinzip drin, heißt, wenn wir hier drücken, kann im Prinzip der Zombie dann den Villager zombifizieren. So, jetzt platziere ich hier in der Reihe schon mal 20 von diesen Brauständen. Okay, es reichen doch nur 18. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Braustände und jetzt geht es nur noch ran, die Villager von hier nach dort drüben zu verfrachten. Das wird ein Spaß. Wir haben, wie gesagt, über 400 bis 500 Blöcke zu traveln, glaube ich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich es erledigt habe. Wünsche mir einfach Glück, Louis. Leute, ich habe dann versucht, die ganzen Villager zu transportieren und tatsächlich ist ein ganz kleiner Fehler aufgetaucht. Den habe ich dann versucht zu fixen und während des Transports bin ich dann, wie ihr hier seht, erstmal fett gestorben, habe absolut gekotzt, 316 Level, für'n Arsch, die komplette AFK-Zeit, für'n Arsch, aber trotzdem habe ich es dann weiter probiert. Wie ihr hier in dem Zeitraffer seht, habe ich dann rumprobiert, wir haben über eine Stunde im Prinzip die Villager transportiert und ich bin nie auf einen kompletten Nenner gekommen und dann nach über einer Stunde und 10 Minuten Videomaterial, wo ich das die ganze Zeit versucht habe, den Bug zu fixen, irgendwas zu finden, woran es liegen könnte, ist mir in den Sinn gekommen. Es ist komplett falsch gebaut. Wir können hier diesen kompletten Raum abreißen, den kompletten Wasserstrom abreißen. Der Wasserstrom muss nämlich von der muss von rechts kommen, weil Villager, guck mal, Villager, wenn die über diese Aktivierungsschienen hier fahren, bedeutet über diese hier, können sie nicht auf die linke Seite aussteigen, sondern nur auf die rechte. Und dadurch, dass unsere Villager von hier kommen, steigen sie immer auf der linken aus, egal wie sie fahren. Heißt, sie müssen von hier kommen, damit sie immer rechts rein aussteigen und nicht links. Weil links können sie das scheinbar irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Und ich kann auch nicht, ich würde ja einfach das System irgendwie umbauen. Obwohl, nee, oh mein Gott, wartet, Geistesblitz. Kann man nicht theoretisch einfach diesen Wasserstrudel, der von da kommt, ein Stück weiterführen lassen? Dass sie im Prinzip hier rauskommen und die Schienen dann nach da verlegen?
dass sie so rumführen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das wird jetzt auch mal eine ganz schöne Tüftelei und Umarbeit und Umbauarbeit auch, weil das hier jetzt ein ganzes Stück dauern wird. Zumal ich auch hinten im Prinzip dieses Kaktus-Prinzip nochmal umbauen muss. Aber ich denke, ich krieg's hin. Stimmt, wir können eigentlich den Raum komplett so lassen. Wir müssen nur dieses Stück hier abreißen und im Prinzip einmal den Wasserstrom dort vergrößern nach hier. Absoluter Bullshit, Junge. Wer soll denn ahnen, dass die Viecher nur links aussteigen können? Warum können die denn nur links aussteigen? Junge, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollen die denn nicht rechts aussteigen können? Nee, andersrum. Rechts-Links-Schwäche, man kennt's. Aber es ist so eine Lust und Nummer, Junge. Ich habe hier locker schon 3 Villager hergebracht und mich die ganze Zeit gefragt, warum die es nicht schaffen, da reinzugehen. Oh, jetzt habe ich die Lösung. Und hier steht schon einer, weil ich den da reingedrückt habe. Da habe ich ja jetzt richtig Lust drauf. Also, ach, der kann so knicken. Ja, viel Spaß, Leute. Ihr seht es jetzt hier in der Timelapse. Und das wird wieder der so Scheiß. So ein Bullshit. Like you still making music, man? Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast art. Hope it lights the way, brightens your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what opened doors. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. TV, I see how life is. It is not easy, but still I'm right here screaming I'm good. Ich habe dann nochmal die Dispenser platziert, habe schon mal die Tränke gebraut, die Schwächetränke für das Entzombifizieren und habe die Villager einsortiert, was auch nicht ganz so prickelnd lief, aber letztendlich ging alles doch relativ klar. Diese Redstone-Konstruktion erleichtert so unfassbar viel. Danach habe ich auch noch zombifiziert, eine ganze Menge zombifiziert. Ich glaube, über 60 Zombifizierungen habe ich durchgezogen. Das zeige ich euch aber jetzt. Jo, Leute! Ihr habt ja fast 90% eigentlich jetzt in der Zwischenzeit gesehen, was so passiert ist. Außer das hier. Die Villager-Population hier in unserer City, die ist einfach insane. Ich habe nur noch 50 und 40 FPS hier. Ich muss irgendwann mal hier ein paar Villager auch töten, weil sonst wird hier mein komplettes Game zusammenstürzen irgendwann. Alter Junge, das sind mindestens 100 Villager, die wir jetzt schon hier haben. Ja, aber es ist insane. Wir haben hier einen kleinen Nebenraum gebaut im Prinzip, dass man hier in diese Fahrstühle kann, um hoch und runter zu kommen zu den Villagern. Ja, aber was ihr nicht gesehen habt, wir haben die Tränke gebraut, das habe ich euch nicht gezeigt, weil ich da nicht aufgenommen habe, haben uns goldene Äpfel geholt, davon haben wir hier in verschiedensten Kisten immer jeweils ein bisschen was und hier sind auch noch ein paar, also wir haben auf jeden Fall genug. Ich glaube, wir haben manche Villager 5-mal zombifiziert und dann war es endlich soweit. Das hier war immer der Hauptvillager, wo ich es dran getestet habe. Der Villager ist auf 1. Wir kriegen für ein verrottetes Fleisch ein Emerald. Wir kriegen für eine Netherwarze ein Emerald. Wir kriegen für ein Emerald eine Erfahrungsflasche. Wir kriegen für eine Glasflasche ein Emerald. Also das ist fucking insane. Zumal wir fast eigentlich alles, was wir hier traden können, schon haben, wofür wir Emeralds bekommen. Übrigens habe ich jedem einen Namen gegeben. Hier ist Freddy, der allererste. Das war der erste Villager, den wir hatten. Hier immer irgendwelche weirden Namen, die ich bei Filmen oder so gehört habe. Und dann habe ich die einfach mal den Villager gegeben, weil jeder Villager braucht im Prinzip einen Namen, damit, wenn man sie zombifiziert, die Zombies nicht irgendwie despawnen. Safety first, ihr wisst. Aber ja, hier könnten wir jetzt traden.
können alles auf einer Tür jetzt machen. Wenn ich das hier runter mache, dann fokussiert der Zombie jetzt noch mich und nicht den Villager. Aber wenn ich jetzt mal hier kurz weggehe und kurz mal hier draußen chille, um zum Beispiel einen Baum hier abzubauen, müsste ich eigentlich sehen, dass dieser Villager hier jetzt zombifiziert ist. Dann kann ich ihn ganz einfach hochtun, kann hier auf den Knopf drücken. Ich könnte ihm auch so einen Schwächetrank geben. Mir dann einfach einen goldenen Apfel nehmen und ihn wieder entzombifizieren. So ist eigentlich das ganz einfache Prinzip. Hier fahren die Villager übrigens dann immer lang und werden direkt rausgeploppt. Also es ist ultra easy. Es erspart so eine Menge Zeit. Ich bin froh, dass ich trotz dieser ganzen Komplikation, also wirklich, wir sind gestorben. Wir hatten Bugs ohne Ende. Hatten dieses Zombie-Problem. Die Villager sind nicht richtig transportiert worden. Die Villager sind nicht richtig eingeordnet worden. Wir hatten das Problem, dass im Prinzip alles hier komplett falsch gebaut war. Es war fucking insane. Und trotzdem funktioniert jetzt alles, trotzdem kann ich hier stehen und sagen, yo, wir haben alles geschafft und das fucking innerhalb von 2 Folgen. Guck mal, das alles hier, was wir hier sehen, die ganze Villager, alles hier ist einfach innerhalb von 2 Folgen entstanden. Ah, das ist einfach geil. Einfach geil zu sehen, dass es so einen krassen Prozess gibt, so. So, und damit als Schlusswort würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War ein bisschen verrückt, aber trotzdem hoffe ich, wir sehen uns in 3 Tagen um 17 Uhr zu dem World Download, dem Statistik Leak und der Rundtour wieder. 17 Uhr in 3 Tagen. Bis dann und ciao, meine Freunde. Rock Legion.